herzlich willkommen beim Video zum Pfotenschneiden beim Langhaartecke. Ich werde jetzt zeigen, wie man die Pfote am besten so zurechtschneiden kann, dass sie gut rauskommt. Wir sehen, das Haar ist ziemlich lang gewachsen. Das sind jetzt 6 Monate, die die Pfote nicht geschnitten wurde. Wir beginnen mit dem Schneiden von unten. Wir sehen diese langen Haare, die müssen auf jeden Fall entfernt werden, damit der Hund nicht sehr viel Schmutz ins Haus bringt und bei Eis sich keine Eisklumpen dran bilden. Wir nehmen die Ballen einfach als Hilfe, wie lang das sein soll. Wir wollen auf gar keinen Fall die Haare zwischen den Ballen rausschneiden. Wenn wir damit fertig sind, drehen wir die Pfote um und schneiden die langen Haare von der Beinseite aus langsam runter. Lieber einmal mehr kontrollieren, als dass dann hinterher Ecken zu sehen sind. Wir wollen erstmal noch nicht zu viel wegschneiden. Die Form machen wir dann später. So, die Pfote hat jetzt schon die meisten Haare verloren. Jetzt werden wir hier noch eine Rundung reinbringen. Dazu setzen wir die Schere so an und versuchen, dass die Pfote schön rund bleibt. Meine Schere ist jetzt nicht mehr ganz so scharf, das heißt, ich muss einige Male nachschneiden. Zum Schluss kontrollieren wir, ob alle Haare erwischt wurden und sind dann schon fast fertig. Das Einzige, was noch ist, ist an der langen Beinbehaarung. Auch diese trägt Schmutz mit ins Haus. Wir kämmen also die lange Beinbehaarung hinunter, fassen um das Bein herum und alle Haare, die über dieser Position sind, können abgeschnitten werden. So trägt der Hund wesentlich weniger Schmutz mit ins Haus. Und damit ist die Pfote fertig.